Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir einen Key für dein Bullet Journal malen. Dafür brauchst du ein Bullet Journal, in diesem Fall hier meins ist das Scribbles That Matter, einen schwarzen Friction Stift, weil er sich so gut radieren lässt, ein Geodreieck, das Faber-Castell Bleistift-Set oder eben jeden anderen Bleistift. Und dann habe ich hier die Sabra Maltliner verwendet, aber auch hier, du kannst natürlich jeden anderen Stift verwenden. So, und jetzt kann es auch schon losgehen. Ja, als erstes schnappe ich mir natürlich mein Bullet Journal und nehme mir eine Doppelseite. Ich glaube, ich brauche dafür viel Platz, weil ich möchte auf der einen Seite die Bullet Journal, die Codes malen, auf der anderen aber auch den Color Code. Daher versehe ich jetzt hier erstmal drei Seiten mit geraden Linien. Oben lasse ich nur noch genug Platz, weil da soll natürlich auch die Überschrift hin. Und die vierte Seite wird bis fast unten hin zugemalt. Da muss ja nur noch der Schlüssel hin, also die Rundung vom Schlüssel. Ja, jetzt zeichne ich erstmal oben den Schlüsselbart. Und ja, ich mache das alles freihand, ne, weil ich denke, sieht eigentlich ganz schön aus so. Und außerdem habe ich ja den großen Vorteil, ich kann alles wegradieren. Ja, und wie du siehst, mache ich an dieser Stelle auch Gebrauch davon, ne? Also es ist schon praktisch. Ja, an dieser Stelle nehme ich dann doch mal meinen Geodreieck zu Hilfe. Es liegt wohl einfach daran, dass es heute so heiß ist, dass selbst der Friction-Stift ein wenig, ausläuft, ne? Es lässt sich zwar super schön vermalen, ganz leicht, aber er schmiert auch sehr schnell, was sonst nicht der Fall ist. Wahrscheinlich einfach, weil es so warm ist, dass die Tinte darin sehr flüssig ist. Ja, jetzt muss ich noch versuchen, diese Rundung hinzubekommen, wie du siehst. Und ja, muss ja irgendwie zu machen sein.
So, und dann geht's los mit den Bullet Journal Codes, ja, diesen, ja, ganzes Kästchen, halbes Kästchen, ausgemaltes Kästchen und so weiter. Ich habe da ein bisschen gelinst, ne? Also wenn du zu Pinterest gehst und suchst dir einfach nach Bullet Journal Key, dann findest du ganz viele Keys und dann kannst du natürlich einen von schnappen und den malen oder halt auch einen ganz eigenen machen. Also ich habe das jetzt mal so gemacht, ganzes Kästchen, halb gefülltes Kästchen, vollständig gefülltes Kästchen, Kästchen mit einem Pfeil drin. Also ich wollte mir die einfach schnell merken können. Ich denke, damit kann ich das erreichen und außerdem wollte ich die auch schnell malen können. Du kannst dir also auch gerne meinen Code stibitzen, also so wie ich das hier mache, aber es ist wirklich ganz individuell. Also so wie es für dich funktioniert, ist das prima. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, was auch immer du nimmst, ist genauso okay. So, auf die rechte Seite kommt nun ja mein Color Code. Ich male also einfach ganz viele kleine Kästchen und jedes fülle ich mit einer anderen Farbe. Und direkt daneben schreibe ich, wofür das Ganze stehen wird. Viele machen das so, dass sie dann ihre Bullet Journal Seiten auch in der Farbe einfärben. Ja, das kannst du natürlich machen, wie du möchtest. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Ich male jetzt einfach mal die verschiedenen Kästchen aus und überlege mir dann, was ich daneben schreibe. Ich glaube gar nicht, dass ich schon alles ausfüllen werde. Denn ich denke, vieles kommt erst wirklich beim Machen. Ne? Also wenn ich dann irgendetwas aufsetze oder irgendwas benötige, dann wird es erst so sein, dass ich eine neue Farbe brauche. Und dann, denke ich mal, gehe ich hier zurück zu meinem Key und fülle das aus. Wenn ich jetzt schon alles festlege, dann habe ich da gar keinen Handlungs- und vor allen Dingen Gestaltungsspielraum mehr. Im nächsten Schritt male ich jetzt erst einmal die Überschrift dahin. Das soll Key sein und Key muss natürlich irgendwie in die Mitte. Deswegen fange ich hier mit dem E an und setze das E wirklich komplett in die Mitte. Hier, das sehe ich an dem Knick. Und dann davon ausgehend kommt links das K und rechts das Y.
Ja, so als dekoratives Element, da fehlt doch noch irgendwie was. Also die Buchstaben stehen ja so sehr alleine. Deswegen ziehe ich da noch so ein paar Striche und Punkte zwischen. Und dann ja, sieht das auch so aus, als ob alles zusammengehört. Im nächsten Schritt muss ich erst einmal den Schlüssel ausmalen. Ich habe mir jetzt mal einen grauen Brushpen genommen. Ich kann natürlich auch die Mildliner Stifte nehmen. Das ist der Hauptgrund ist jetzt, weil ich wollte, dass das schnell ausgemalt ist hier im Video. Du kannst natürlich den Stift nehmen, den du möchtest. Deswegen habe ich den auch jetzt nicht extra als Material aufgefüllt. Also nimm irgendeinen schwarzen Stift. Du kannst natürlich auch deinen Fraction Stift nehmen. Das ist völlig egal. Es geht wirklich nur darum, dass der Schlüssel jetzt hier schwarz wird. Also zumindest bei mir. Du kannst ihn natürlich auch in einer anderen Farbe einfärben. Ja, aus irgendwelchen Gründen hatte ich jetzt gerade für mich beschlossen, dass ein graues Kästchen hierher muss und dass das unbedingt Reading, also Lesen ist. Aber ja, Lesen ist doch nicht wirklich grau, oder? Ja, natürlich kannst du das machen, wie du möchtest. Und in dem Fall mache ich das auch, nämlich ich radiere das nochmal weg. Also irgendwie ist Schlafengrau, ne? Da gehen die Lichter aus sozusagen. Deswegen kommt jetzt hier das graue Kästchen, heißt jetzt bei mir Sleep und das grüne wird Reading. Kann ich es irgendwie noch nicht lassen. Links oben muss noch mal dieses Bullet Code hin, ne, und rechts muss noch der Color Code hin, weil irgendwie es sind zwei Seiten und ja, man sollte die doch irgendwie schon bezeichnen. Also ich finde gerade, ich sollte die bezeichnen, sagen wir es mal so. Du musst das natürlich gar nicht machen. Ist wieder up to you sozusagen. Also kannst du wieder machen, wie du das für richtig hältst. Also ich finde das ganz schön, wenn da jetzt noch Color Code steht und Bullet Code und man einfach weiß, ja, worum es da gehen soll. Ja, und dann ist mein Bullet Journal Key auch schon fertig. Ich hoffe, dir gefällt der Spread und du hattest Spaß beim Schauen dieses Videos und bist jetzt inspiriert, das auch einmal zu machen. Wenn dem so ist, freue ich mich über ein Like von dir für dieses Video. Vielleicht lässt du uns ein Abo da und dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.